Einen angenehmen Wochenstart. Hallo und herzlich willkommen aus dem Krone TV Sportstudio. Wieder mal Krone oder Kasperl. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Wochenende gemeinsam mit dem stellvertretenden Sportchef der Kronenzeitung, Peter Malzi. Servus. Servus, 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 servus. Servus. Ein erholsames Wochenende gehabt? Ein extrem erholsames Wochenende, weil bekanntlich im Sport fast nichts los war, bis MotoGP gestern um 23 Uhr. Nein, es war ein sehr anstrengendes Wochenende mit sehr vielen sportlichen Highlights, über die werden wir jetzt gleich reden. Und wir starten fit, dynamisch und agil in die neue Woche. Trotzdem wollen wir über deine Mode heute sprechen, über die Schuhmode. Wuhan lässt grüßen, unter Anführungsstrichen. Das sind wirklich Wuhan, das sind die sogenannten Corona-Patscherl, die ich da anhabe, die ich mir gekauft vor 2 Jahren in Australien, in Melbourne. Mhm. Ich war mit dem Dominic Thiem beim Turnier, durfte ihn begleiten. Und er ist ins Finale eingezogen und als Belohnung, obwohl ich nur zugeschaut habe, habe ich mir gekauft diese Limited Edition Chinese New Year Schuhe von Adidas. Mhm. Und das, die sind bekannt als die Wuhan-Schuhe, weil wie die Schuhe erschienen sind, ist auch das Coronavirus aufgetaucht in China. Mhm. Und ich schmeiße die Schuhe erst dann weg, wenn Corona vorbei ist. Also hoffentlich nächste Woche. Ja, aber die Masken, da spart man sich nicht, wenn man die tragt. Die Masken musst du trotzdem tragen, aber ich kann dir die Schuhe geben, wenn du willst. Welche Schuhe das Ganze musst du ja 43, ja, kennst du aus. Setzt sich genau aus. Na, ideal, da werden wir vielleicht nach der Sendung dann durchtesten. Ein Schuhtausch statt Dressentausch, wenn man was Neues. Ja, genau, wäre mal was anderes. Ja. Könnte man unter Journalisten zum Beispiel bei Talkformaten einführen. Genau. Die Salzburger, die haben wieder mal gezeigt, warum sie ganz oben stehen in der österreichischen Bundesliga. Zlatko Junuzovic wird zwar ausgemustert im Sommer, er erhält keinen weiteren Vertrag, aber erzielt den Siegestreffer. Ist er noch gut genug für Salzburg? Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Er war auch extrem emotional nach seinem Siegestreffer. Eine bittere Geschichte für Rapid. Rapid macht den Ausgleich in Salzburg, hat die Chance erstmals, glaube ich, die haben 7 Matches in Serie in Salzburg verloren, haben die Chance gehabt, erstmals ein bisschen was mitzunehmen aus Salzburg. Dann bekommen sie in der Nachspielzeit den Todesstoß von Junuzovic versetzt. Das tut den Rapidlern weh. Der Bursche hat sich richtig gefreut. Ich glaube, er hat noch genug Potenzial und er kann schon ein bisschen Tennis spielen, sage ich. Er kann schon ein bisschen kicken, nicht mehr in Salzburg. Ja, nach der Karriere wird er vielleicht den Tennisschläger dann auspacken. Er spielt eh gern Tennis. Spielt er gern? Ist er gut, oder? Ich schätze es einmal so wie alle Fußballer, spielen gern Tennis. Sehr gut, ein bisschen Ballgefühl wird er schon mitbringen. Trotzdem, diese Ungleichheit in den Top 6 in Österreich, die ist schon vor der Punkteteilung auffällig gewesen, aber die Salzburger ziehen davon. Dahinter ein dichtes Feld. Wie kann man das beheben? Sind die Salzburger einfach zu dominant? Das ist ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass die Bundesliga, ich glaube, im Sommer vor 3 Jahren haben sie beschlossen, diese Punkteteilung einzuführen. Und dann hast du die Punkteteilung eingeführt und die Salzburger führen 9 Runden vor Schluss, 12 Punkte vor Sturm. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Wenn du das jetzt auf die alte Regel ummünzen würdest, sind das Kilometer Vorsprung, die haben. Das Rennen ist entschieden. Die Frage ist, wer wird Zweiter, wer wird Dritter, wer spielt im Europacup, wer geht in die Conference League und so weiter, wer steigt ab. Das sind noch alles Punkte, die offen sind, aber es ist halt einfach bitter, dass die Meisterschaft im März, Anfang April entschieden ist. Ja, das begleitet uns schon die letzten Jahre, muss man sagen. In der Qualifikationsgruppe hingegen, da geht es sehr eng zu. Zwischen Altach und Ried liegen nicht allzu viele Punkte. Beim Oberösterreich-Derby ist es auch zu einem Negativhöhepunkt gekommen. Da liegen die Nerven blank, muss man ganz ehrlich sagen. Oberösterreich-Derby in Linz, dass du es nicht vergisst, in Linz, ja, es hat dort geschneit, aber es hat auch geregnet und zwar Bierbecher. Stefan Nutz hat sein Tor bejubelt vor dem LASK-Anhang. Der Dank war dafür, dass er mehrere Bier Becher aufs Feld geflogen sind. Ein voller Bierbecher hat ihn nur zum Kopf getroffen. Er hat da Kopfschmerzen gehabt. Er hat gesagt, das hat nichts zum Suchen. Er versteht die Leute nicht, er kann das nicht nachvollziehen. Ich kann diese Aussagen unterstreichen. Da muss man wirklich ordentlich durchgreifen, die Bundesliga. Da muss es Sanktionen geben. Es gab einen ähnlichen Fall in der deutschen Bundesliga beim Spiel von Bochum. Der Täter wurde ausgeforscht. Der wird wahrscheinlich bestraft werden, der wird Stadionverbot bekommen. Mhm. Das Spiel wurde abgebrochen. Bei uns hat der Schiedsrichter 6 Minuten unterbrochen, um die ganze Situation, damit es nicht eskaliert. Was wird da eskalieren? So fängt es an, also dass aber Bierbecher fliegen. Aber trotzdem, die dürfen nicht fliegen. Ja? Und wahrscheinlich musst du wirklich die Partie abbrechen und da für klare Richtlinien sorgen, weil sonst bist du nächste Woche wieder und in 2 Wochen die nächsten Bierbecher fallen ein. Und das hat eigentlich 2022 am Fußballplatz in Österreich nichts zu suchen. Das muss ich persönlich sagen, vor knapp 2 Jahren war ich selber beim Premier League Match zwischen Fulham und Manchester City, da durftest du gar nicht erst die Getränke mit auf den Platz nehmen. Wäre das eine logische Schlussfolgerung oder dann doch zu hart, weil es nichts bringt? Das wird für Österreich schwierig sein, weil ein Stadionbesuch ist in Österreich immer ein bisschen ein Familienhappening und irgendwie müssen sie einmal schauen, dass die Leute ins Stadion kommen. Also muss ich den Leuten was bieten im Stadion. Ich brauche eine schöne Infrastruktur, ich brauche eine gute Gastronomie. Und wenn der Papa sein Bier trinken will und der Bursche sein Brezel essen will, dann sollen sie das machen. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, es darf nie wieder Bier ausschenken werden in einem Stadion, weil
dann hast du bald nur mehr 500 Leute statt 2500 Leute in Ried normalerweise oder beim Lassen 5000, wie immer die Zuschauerzahlen sind. Mhm. Die sind ausbaufähig. Wenn wir volle Stadion haben, wenn wir es jetzt unlängst bei Wiener Derby gehabt haben, ist es toll. Auch die Kulisse in Salzburg beim Match gegen Rapid war gut, aber normalerweise ist die Kulisse schon eher bescheiden. Und wenn die Steirer gehen zu Sturm am Samstagnachmittag, also in dem Fall jetzt am Sonntagnachmittag, dann möchten sie halt auch ein Bier trinken im Stadion. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar. Also diese Verpflichtungsgeschichte. Nicht, dass ich jetzt die Sprachpartei der Alkoholiker bin. Ja. Aber ich sage nur, ein Bier zum Fußball gehört schon dazu. Ja, muss ich auch unterstreichen an dieser du Stelle. Also, haben wir schon du spielst immer, du bist ja gerade verletzt, du trinkst ja auch gerne ein Bier. Ja. Obwohl du Sportler bist. Ja, jetzt vielleicht umso mehr, weil man nicht bewegen kann. Genau. Gut, bleiben wir noch beim Fußball und kommen zu einem interessanten Thema, das uns wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage noch begleiten wird. Wer wird Teamchef nach Franco Foda? Das 2:2 gegen Schottland hat natürlich auch wieder einige Fragezeichen aufgeworfen, trotzdem zurückgekommen. Die Mannschaft wirkt trotzdem nicht so, als könnte sie sich unbedingt für ein großes Turnier qualifizieren. Nein, das größte Fragezeichen ist für mich, warum haben die gegen Schottland, die ganzen Deutschland-Legionäre eher verhalten gespielt, auch gegen, vor allem in Wales, beim wichtigen Spiel, weil beim Schottland-Match ist ja wirklich um nichts gegangen, in Wales ist es gegangen um die WM. Treffen aber Leute wie ein Leimer zweimal gegen Dortmund, der Sabitzer hat getroffen, der Kalajdzic hat getroffen. Die treffen 10 Tage später in der deutschen Bundesliga vor 8.000 Leuten, vor 40.000 Leuten und treffen nicht in Wales. Also muss schon irgendwas mit dem Team sein, dass ein bisschen ein Wurm drinnen ist, weil sonst geht das nicht. Ja? Die deutschen Legionäre, die wir haben in der Bundesliga, sind wirklich teilweise gut. Ja? Im Nationalteam waren sie okay bei der Euro, zwischendurch lassen sie schon ihre Klasse aufblitzen, aber unterm Strich fehlt die Konstanz. Wer Teamchef wird, ist schwer zu fragen. Der ÖFB, der Schöttl, hat mit dem Stöger jetzt einmal gesprochen. Mhm. Der Herzog behauptet, mit ihm wurde noch nicht gesprochen. Ich bin mir sicher, sie werden ein paar internationale Trainer kontaktieren. Vielleicht finden sie eine überraschende Lösung. Vielleicht wird es der Stöger. Der Stöger möchte es gern machen, auch der Herzog möchte es gern machen. Ich sympathisch finde eine österreichische Lösung. Mhm. Vom Herrn Stöger haben wir auch ein Foto vorbereitet. Zuletzt war er ja in Budapest tätig. Ist er für dich mittlerweile in dem Stadium des Trainertums angelangt, wo man Nationaltrainer werden kann? Ein Nationaltrainer muss nicht 60 sein, der Stöger ist, glaube ich, ich sage jetzt mal von 55, keine Ahnung, aber 56 vielleicht, aber ich sage, hoffentlich mache ich nicht älter, wie ich sage, aber ich sage, du kannst auch einen jungen Teamchef haben, das ist ja kein Problem. Ich glaube nur, du brauchst einen Teamchef, der die Glaubwürdigkeit hat, der den Respekt von den Spielern hat, der es schafft, in den wenigen Tagen, wo das Nationalteam zusammenkommt, eine Harmonie zu versprühen und vor allem eine gute Taktik den Leuten mitzugeben und das System den Leuten mitzugeben. Und der Stöger ist sicherlich ein absoluter Klassenmann, den wir haben. Große Erfolge in der deutschen Bundesliga bei Köln gehabt, hat Dortmund in die Champions League geführt. Das sind schon wirkliche Punkte, die du auf der Visitenkarte schwarz-groß unterstreichen kannst. Naja, also einige Meilensteine, die Peter Stöger in seiner bisherigen Karriere schon erreicht hat. Peitscht man den Fußball noch geschwind durch, du hast es schon angesprochen. Peitsch. Bayern gegen Freiburg, da war auch ein kleiner Eklat. 12 Mann auf einmal auf dem Platz für 20 Sekunden, aber Freiburg wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt beim DFB-Schiedsgericht Einspruch erheben, weil es wahrscheinlich lächerlich ist nach einer 4-1-Niederlage. Ich glaube ganz ehrlich, aber das natürlich blöd ist, wenn da 12 Leute am Platz stehen, aber es waren nur für wenige Sekunden. Und es ändert, glaube ich, nicht zum 1:5, stimmt das? 1:4. 1:4. Also ich glaube nicht, dass die Freiburger das noch umgedreht hätten in den letzten Sekunden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, 4:1 hingegen. Aber Regeln sind Regeln, muss man halt auch sagen. Ja, absolut. Und ich glaube, in den Statuten steht auch, dass das Ganze 0:2 gewertet werden sollte. Somit könnte dann theoretisch am Freiburger am Königlichen der schönsten Geschichte in der Vereinshistorie. Ja, ja der höchste Sieg gegen den FC Bayern. Sieg gegen FC Bayern. Auswärts noch dazu. Ja, was wüsst mehr eigentlich? Konrad Leimer hast auch schon angesprochen. Doppelt getroffen gegen großartig. Dortmund. Riesenpartie gespielt. Wo siehst du aktuell die Leipziger nach schwachem Saisonstart unter Jesse Marsch? Es ist eine interessante Mannschaft, die immer wieder große Spiele aus dem Hut zaubert. Dann aber wieder ein paar Partien hat, was einen Hänger drinnen haben. Aber wenn du 4:1 gewinnst, und das Geile war ja bei der Geschichte, dass da erstmals 8.000 Leute wieder in Dortmund waren. Und dann spielt der Österreicher dort wirklich groß auf. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, hat dem am Lobeshymnen gewidmet. Also da sieht man schon, da passiert was. Und ich komme nochmal zurück, warum klappt das nicht in Wales, aber warum klappt das vor 8.000 Leuten in Dortmund? Und ich glaube, dass Dortmund prinzipiell stärker einzuschätzen ist wie Wales. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber so ist das eben. Konrad Leimer, der momentan in der deutschen Bundesliga performt und auch seinen Trainer Tedesco dabei überrascht hat, der ihn dann auch in der abschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel so ein bisschen auf Österreichisch keckelt hat, dass er endlich den Ball auch ins Tor trifft. Kommen wir zu Tennis, dein Steckenpferd und einem jungen Mann, der wahrscheinlich jetzt in nächsten ein, zwei Jahrzehnte wahrscheinlich für einige Titel sorgen wird. Carlos Alcaraz wird im Mai 19 Jahre alt, der drittjüngste Masters-Sieger nach Andy Roddick und Rafael Nadal, wenn ich alles richtig eingespeichert habe. Du hast den richtigen Namen gesagt, die Spanier feiern
den jungen Burschen groß ab. Darf man nicht vergessen, der hat auch letztes Jahr noch in der Stadthalle gespielt, auch wieder mit der Kaspar Ruud, der Finalgegner bei Miami. Alcaraz ist eine unglaubliche Geschichte. Ein junger Bub, dem die ganz, ganz große Tenniswelt wirklich vor seinen Augen liegt, der die ganz große Welt vor seinen Augen hat, der Grand Slams gewinnen wird, bin ich davon überzeugt, der die nächsten Jahre diktieren kann. Und das Interessante ist, dass wieder ein paar junge Buben dazukommen. Und das wird schon dann langsam interessant. Und das ist auch die Frage, wie sich dann der Dominik Thiem da wieder eingliedern wird. Der Dominik hat letzte Woche sein Comeback gegeben, hat dann den Corona-Positiv-Test gehabt, ist noch immer Corona-Positiv, sitzt immer bei im Hotel. Marrakesch geht sich nicht aus, vielleicht eventuell Monte Carlo. Aber da kommt schon sehr, sehr viel nach. Und dann muss man auch sagen, gehört auch der Dominik nicht mehr zu den jungen Spielern, der wird 29 im September. Mhm. Interessant, was in den nächsten Jahren abgeht. Mhm. Kommen wir nochmal auf Alcaraz zu sprechen. In seinen jungen Jahren gehört er auch zu dieser Next Generation, wo auch Jannik Sinner beispielsweise dazugehört. Ist er schon besser als Sinner und Co. oder kann man das nicht vergleichen? Er ist der Beste von den Jungen, keine Diskussion, weil du so ein großes Turnier mit so viel Tradition gewinnst. Und er war schon als junger Bub in aller Munde, es gibt ein lustiges Selfie der Nadal mit dem Alcaraz oder Alcaraz, was ich, ein paar Jahre, 10, 11, 12 Jahre alt. Also dann haben die Leute schon auf der Rechnung gehabt, auch diverse internationale Managementagenturen. Man hat gewusst, der wird bald auftauchen, aber dass der so auftaucht mit Bomben und Granaten, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, und ein beeindruckender Masters-Sieg gegen Casper Ruud im Finale und somit ist er, wie gesagt, der drittjüngste Masters-Sieger aller Zeiten. Kommen wir auf das weibliche Pendant zu sprechen, das in Miami gesiegt hat, nämlich Iga Świątek, die erste Polin an der Weltranglisten Nummer 1. Sie hat vor allem bestätigt, nachdem sie die Nummer 1 wurde, warum sie es auch ist. Bleibt wieder länger oben? Sie wurde Nummer 1, weil die Party einmal zurückgetreten ist, Punkt 1. Ne? Punkt 2 muss ich sagen, ist das eine gute Tennisspielerin, brauchen wir diskutieren, auch wie soll ich sagen, fesches Mal eigentlich, nicht? Oder auch ohne eigentlich. Aber das Problem ist prinzipiell, das Damen-Tennis hat schon eine Krise momentan. Ja? Weil die ganz großen charismatischen Stars irgendwie fehlen. Du hast die Osaka, okay, aber früher hast du gehabt eine Sharapova, eine Serena Williams, eine Venus Williams. Da hast du wirklich schon sehr viele gute Typen gehabt. Und das ist das Problem, was das Damen-Tennis hat. Du hast sehr liebe, super tolle Athletinnen und Sportlerinnen, aber das große Charisma rundherum fehlt ein bisschen. Mhm. Kannst du nachvollziehen, dass sich Ash Barty im zarten Alter, glaube ich, von 25 zurückzieht? Muss man Verständnis aufbringen? Es ist ihre Entscheidung. Sie will ihr Leben genießen, sie will mehr Zeit haben für ihre privaten Geschichten, was auch immer. Ist alles in Ordnung. Aber da gefällt mir schon, muss ich sagen, die Serena, die halt bis zum fast Großmuttertassen Tennis gespielt hat und Tennis spielen wird. Weil halt mit 25 fängt das Leben erst an und du hast aber eine große Karriere einfach so liegen lassen. Finde ich schade eigentlich. Muss man auf jeden Fall vielleicht sagen. Vielleicht kommt es ja wieder zurück. Das kann ja sein, es gibt ja genug Beispiele im Damenzirkus, wo jemand aufgehört hat, ein, zwei Jahre Pause gemacht und dann wieder plötzlich bei der Grand Slam Tür angelaufen und wieder mitspielen will. Spätestens, wenn es Geld braucht. Genau, sehr gut, die hat schon gut verdient, die Party. Ich glaube auch, mit dem Australian Open Sieg, da hat man sich einmal für eine gewisse Zeit ausgesorgt. Wird auch ein paar gute Werbeverträge haben daheim. Ja, glaube auch, als Volksheldin, nachdem sie den Titel wieder zurückgebracht hat. Das ist sie definitiv, ja. MotoGP war auch am gestrigen Sonntag omnipräsent und Aleix Espargaró hat gesiegt in seinem 200. Rennen. 200. Grand Prix, 13 Jahre nach seinem MotoGP-Debüt gewinnt er das Rennen. Erstmals mit Aprilia, der erste Sieg, also das ist ein richtiges Märchen, was der da zelebriert hat, der es auch gar nicht glauben konnte, der noch emotionaler war wie der Junusovic nach seinem Tor gegen Rapid. MotoGP wird immer interessant, auch wie die Formel 1. Diese zwei großen Spektakel haben schon extrem aufgeholt, um wieder die Fans zu begeistern und wir können uns umso mehr freuen, weil wir beide Rennen in Österreich haben, in Spielberg, Formel 1 und MotoGP, da wird echt die Post abgehen. Vor allem muss man sagen, in den ersten drei Rennen gab es keinen einzigen Fahrer, der zweimal auf dem Podium gestanden ist. Das spricht, glaube ich, dafür, dass wieder alles zusammenrückt und Spannung pur. Das ist das Beste, was passieren kann. Neue Gesichter, immer wieder andere Sieger. Was will man, weil du gehst hin und weißt nicht, wer es gewinnt und bist wirklich geflasht, dass der nachher gewinnt und du hast viel Überholmanöver. Da tut sich was, die Party rundherum auf der Rennstrecke. Die Fahrer, sehr charismatisch, muss man wirklich sagen. Da sind schon sehr viele Typen dabei. Das macht Spaß, als Fan zuzuschauen. Kommen wir gleich zur Formel 1. Habe ich jetzt zwar eigentlich gar nicht vorbereitet, aber die ersten beiden Rennen haben ja auch schon gezeigt, dass sich ein Zweikampf aus Ferrari und Red Bull bilden könnte. Ja, und auch Mercedes wird bald wieder mitrennen, sage ich einmal. Aber Ferrari ist natürlich ein Traum, dass Ferrari wieder dabei ist, weil Ferrari ist die Marke, die am meisten begeistert, die am meisten polarisiert.
und sehr interessant. Was sagst du dazu, wenn der Formel-1-Chef Domenicali davon spricht, dass man sogar 30 Rennen im Jahr abhalten könnte, wo jetzt 23 sind? Das ist völlig übertrieben, weil ich glaube, du kannst alles ausschlachten, wie man im Fußball sieht, die ganzen Europacup-Spiele werden ausgeschlachtet, noch mehr Matches, noch bei der WM in 2026 in Kanada, Mexiko, USA, sind 48 Mannschaften dabei, jetzt haben wir 32 Mannschaften dabei. Das ist einfach, es wird dann irgendwann zu viel, auch es ist eine Übersättigung für die Fans, für die Zuschauer, für die TV-Konsumenten. Ja. Ich sag dir, wie ich ein Kind war, hast du gehabt den Meistercup im Fußball, alle 4 Jahre die Euro und die WM, da war das alles limitierter. Und du hast gehabt deine 12, 13 Formel 1 Rennen. Ja. Du hast genau gewusst, diese Klassiker gibt es. Jedes Rennen war ein Klassiker. Wenn du jetzt 30 Formel 1 Rennen hast, entzauberst du auch sehr viel damit, weil dann alles wieder gleich wird irgendwie. Und ich finde es nicht gut, auch wenn die Formel 1 Macher damit mehr Geld verdienen könnten und die vielleicht die Teams noch mehr Sponsoren haben, weil sie noch mehr TV-Zeit haben, muss man irgendwann einmal sagen, nein, tut es nicht alles künstlich verändern und noch mehr austreiben und ausufern, weil irgendwann wird man schon ein bisschen bei der Normalität auch bleiben. Und den Reiz soll es natürlich unterm Strich dann nicht verlieren. Zum Abschluss kommen wir noch auf die WM-Gruppen ein bisschen zu sprechen, aber heben zunächst mal den Bonds-Coach Louis van Gaal in den Vordergrund, der mit Krebs diagnostiziert wurde, das Ganze seiner Mannschaft gegenüber eine Zeit lang verheimlicht hat. Er hat es verheimlicht, er hat gesagt, er hat nichts und ist dann immer wieder am jeden Abend ins Spital gegangen, um sich behandeln zu lassen. Ein sehr tapferer Bursche, das ist aber auch auf der einen Seite, wie tapfer das ist, auf der anderen Seite, wie fanatisch die sind, ja, dass der auch trotz einer Krebserkrankung der normal in seinem Umfeld weiter agiert, in seinem Sportlichen. Und auch wie cool der ist im Endeffekt, weil für einen anderen bricht die Welt zusammen und der sagt, na, das kann man behandeln, das ist jetzt nicht so ein Riesendamm-Damm. Trotzdem immer wieder traurige Geschichten. Gibt es eine WM-Gruppe, die du favorisierst, wo du sagst, da wird es richtig knapp zugehen, wie zum Beispiel Spanien, Deutschland, Japan, die Gruppe? Das ist für mich die Einzelgruppe, taugt mir, weil allein die Spanier gegen die Deutschen, das ist schon ein Klassiker im europäischen und im internationalen Weltfußball. Wir Österreicher haben ja ein gespaltenes Verhältnis zu den Deutschen. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie, möchten das ausscheiden, die anderen möchten das Weltmeister werden. Ich kenne eigentlich fast nur die, wollen das ausscheiden in meinem Bekanntenkreis. Aber die Spanier werden schon mal den Deutschen zubesteigen in der Vorrunde. Jetzt kann man noch nicht von Favoriten sprechen, aber wer hat momentan für dich so das stärkste Gerüst? Ich glaube, es ist lustig mit den Allstars. Ich glaube, es ist ein zum letzten Mal, wirst du bei einer Weltmeisterschaft haben, die drei Ikonen des Weltfußballs mit der Messi, mit dem Ronaldo, mit der Neymar. Der Neymar ist jetzt noch ein bisschen jünger, aber der Messi ist 34, der Ronaldo ist 37. Also die sind definitiv wahrscheinlich zum letzten Mal bei einer WM dabei. Bei Ronaldo war es vielleicht wieder bis 60, ja. Aber ich glaube, diese drei Herrschaften zu beobachten ist lustig. Auch die Franzosen werden ganz interessant sein. Da gibt es einige Teams, die man wirklich gerne anschaut. Trotzdem sage ich noch einmal, es wird immer mehr. Und auch die große Unbekannte ist, wie läuft die WM bei uns in Europa ab im Winter? Wo sind die Public Viewings? Du wirst draußen kein Public Viewing machen. Am Rathausplatz. Normal am Rathausplatz in Wien und in Graz. Ja. Aber es wird interessant sein, ob man bei den Weihnachtsfeiern dann vielleicht irgendein WM-Semifinale sieht, ja, mit einem Punschglasl in der Hand. Interessant. Auf jeden Fall mal was anderes. Wir kommen zum Abschluss natürlich noch zur Kür. Zunächst mal den Kasperl. Den Kasperl braucht man nicht vergessen. Den Kasperl können Sie sich vorstellen, meine lieben Damen und Herren. Da geht dazu die Fans vom LASK. Wenn man die Riederspieler nach einem Torjubel mit Bier anschüttert, dann kann man den gleich in die Kasperlmütze schütten. Und die Krone geht zum spanischen König nach Spanien, aber zum Tenniskönig, zum Jungen, zum Alcaraz. Sehr gut, hat er sich absolut verdient. Absolut verdient. Beim nächsten Masters auch Favorit? Ich glaube auch so, na schauen wir mal, ich glaube, wenn es dann mal. Die Frage ist, wie gut spielt er auf Sand wirklich, wie gut spielt er in Paris, wie gut spielt er bei den Turnieren in Monte Carlo, Rom und Madrid. Aber eines muss ich schon sagen, diese Krone wird er definitiv motivieren, weil das ist schon ein Privileg, wenn du von der Krone eine Krone bekommst und der junge Tennisspieler wird sich freuen. Also er hat sich auch in die persönliche Liste von Peter Meuze eingetragen. Vielen Dank, Peter, schöne Woche. Wir Dankeschön. Sehen uns dann am kommenden Montag wieder. Das gleiche gilt für Sie. Bis bald.